Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Port Royal 3 in der Händlerkampagne. Wir werfen nochmal einen ganz kurzen Blick, ob wir irgendwie was Aktualisiertes noch kaufen können. Atemberaubend sieht es nicht aus. So, dann segeln wir gleich mal zur nächsten Stadt weiter. Ui! Ja, der haut ab, schade. Für die Möglichkeit hätte ich gerade sogar mal Piratenruf in Kauf genommen. 5 Angriffsstärke für ein Linienschiff, das war ja geschenkt. Das war ja geradezu geschenkt. Psst, hier, ich habe etwas für euch. Aufenthaltsort von Chris Moody interessiert uns erstmal herzlich wenig. Ich habe folgende Aufgabe für euch. 182 mal Baumwolle. Haben wir so viel schon? Nee, haben wir gar nicht. Ich habe folgende auf. 182 mal. So, hier kriegen wir wieder ein bisschen was an Zielen. Ja, dann haben wir einen Teil zumindest schon mal zusammen. Auch wenn es noch nicht atemberaubend viel ist. So, kriegen wir unheimlich viel Kakao irgendwie, ne? Unheimlich viel Kakao hier. In Cayman stimmt was nicht. So, gucken wir gleich nochmal bei den Aufgaben. 182 mal. Auch so ein niedergekämpfter Konvoi. Hey. 182 mal in Antigua. Englischer Schatzkonvoi. Könnten wir rein theoretisch auch mal machen, ne? Es ist ja gerade Krieg zwischen Spanien und Frankreich. Wäre die Überlegung mal, ob wir uns vielleicht mal einen französischen Schatzkonvoi krallen. Wäre mal so ein bisschen die Überlegung. Einfach damit wir es mal gemacht haben. So. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir hier noch jede Menge Baumwolle herkriegen. So, dann nach Martinique. Und hier müsste ja theoretisch jetzt irgendwo unser Schatz warten. Ne? Können wir ja schon mal gucken. Ah ja. Gucken wir gleich mal, ob wir waren. Naja, nicht ganz. Ne? Bisschen was an Baumwolle haben wir bekommen. Aber ab jetzt können wir wieder anfangen und Schatzkartenteile sammeln. So, dann können wir den Auftrag aber auch schon mal löschen. Schatzkarte erledigt. Nur 82 mal Baumwolle. Na gut, Holz können wir verkaufen ein bisschen. Da haben wir jetzt mehr als genügend. Müssen wir bloß noch mal gucken, dass wir noch ein klein bisschen Baumwolle irgendwo auftreiben. So. Sind ja noch jede Menge Städte hier in der Nähe. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht irgendwo mal ein bisschen Baumwolle kriegen würden. So, gucken wir gleich mal. Haben wir hier vielleicht irgendwo direkt noch eine Stadt in der Nähe, die das herstellt? Tuch. Aha, hier können wir nochmal Baumwolle. Naja, können wir rein theoretisch auch vorher nochmal nach Barbados segeln. Wenn wir hier einmal sind. Hier ist nämlich auch nochmal ein Auftrag, da gucken wir gleich mal rein.
Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Ja. Holz haben wir gerade jede Menge dabei. Kommt gerade wie gerufen. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir den Auftrag auch gleich erledigt. Wir machen mal gerade gute Geschäfte. Hätte ich beinahe schon wieder die Baumwolle direkt wieder verkauft. Ui, also Kakao, ne, brauchen wir uns erstmal in nächster Zeit keine Gedanken machen. Haben wir ja mal mega hohe Bestände gerade. So. Ja, mit England sind wir fast schon verbrüdert. England sind wir fast schon verbrüdert. Haben wir gute Beziehungen geknüpft. So, ab jetzt können wir wieder in die Tavernen gucken, nach Schatzkarten teilen. Ich will Vergeltung. Helft ihr mir bei meinen Racheplänen? Hätten wir zwar einen Schatzkartenteil bekommen, aber ausgerechnet Piraten vernichten. Ist gerade so ein bisschen heikel. Reicht auch noch nicht, ne? Reicht leider auch noch nicht. Ihr seht, bei uns lässt es sich gut handeln. Müssen wir mal hoffen, dass wir bei den Engländern vielleicht ein bisschen was an Kakao loswerden. Denn wir würden das zwar, glaube ich, gut bei den Franzosen loswerden, aber durch den Krieg gerade haben wir da ein leichtes Problem. So, wo kriegen wir denn jetzt hier auf die Schnelle nochmal Baumwolle her? Das wäre jetzt so meine Frage. Hier. Mal gucken, dass wir uns ein bisschen sputen hier, ne? Dass wir den Auftrag noch fertig kriegen. Nicht, dass der zwischendurch irgendwo abbricht, das wäre ein bisschen Mensch. Ich habe nützliche Wollen uns alle mit ihren Pirateninformationen hier zuschmeißen. Mache ich zwar ungern, aber wir brauchen jetzt erstmal gerade das Zeug. Haben wir zwar ein bisschen drauf bezahlt, aber wir kriegen ja Gott sei Dank wieder ein bisschen was rein. Schön, dass ihr mit unserer Stadt in Handel tretet. Wir kriegen es ja wieder rein. So, dann auf nach Antigua. Fahren wir schön ins Pestgebiet. Oh. War aber kein langer Krieg, ne? Spanien und Frankreich sind schon wieder im Frieden. Das war jetzt kein langer Krieg. Der historische Viertagekrieg. Könnt ihr mir bei meiner Suche helfen? Ich danke euch. Das nehmen wir mal an. Unweit von Providence. Ja, da haben wir einiges vor uns. Ne? Providence ist ein ganzes Ende weit weg. So, Auftrag abgeschossen, sehr schön. So, hier kaufen wir ruhig mal alle Ziegel. Wir dürfen auch genügend Ziegel für unseren Baufortschritt haben. Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass wir eine Weile drauf sitzen werden, ne? Bevor wir den wieder losgeworden sind. Den ganzen Kakao. So, dann lasst uns mal gucken. Richtung Providence, das hier unten.
segeln wir einfach mal in die Richtung. Ich hoffe ja mal, dass kein Pirat so dämlich sein wird und uns angreift. Ich meine, wir sind jetzt eine nicht gerade zu unterschätzende Militärstärke. Guck mal doch mal, unweit von Providence, hat sie gesagt. In Cayman stimmt was nicht. Ah. Neuer Mann an Bord. So, und den muss man nach Antigua, glaube ich, bringen. Ja. Den sollen wir nach Antigua zurückbringen. Ja, und von Antigua aus werden wir dann direkt nach Cayman segeln. Und dort die nächste Quest abschließen. Sehr schön. Gucken wir gleich mal, ob wir da schon irgendwas sehen können auf der Schatzkarte. So, die ganzen vorangegangenen Quests können wir löschen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kartenausschnitt mit jeder Menge Wasser. Mhm. Psst, hier. Das brauchen wir nicht. Ui. Da hat sich wieder ein Pirat rumgetrieben. Ist halt immer ein bisschen ärgerlich, wenn man die Sägefechte automatisch macht, dass die KI dann keine Schiffe kapert, so wirklich. Schau mal nach Port Royal. Da könnte man eigentlich immer gut dann Schiffe bei gewinnen. So, gucken wir mal. Können wir bestimmt wieder Baumwolle mitnehmen. Psst, hier. Ich habe, hier sind meine... 50.000 ist was schon ganz schön viel. Oh, vielleicht... wirklich mega viel sieht man nicht, ne? Aber hier ist eine Haupthandelsroute drauf. Das ist schon mal ein guter Indiz für den Anfang. So, dann gucken wir mal. Was werden wir denn hier alles so los? Ein bisschen was an Gedöns hier, ne? Kakao. Aber können wir ein bisschen was mitnehmen. So, dann gucken wir gleich wieder, was wir unsere Metalle und alles mitnehmen. Ein bisschen was an Holz können wir abladen. Das brauchen wir für die Produktion sowieso gerade. So, und dann auf nach Cayman. Denn mal auf nach Cayman. Bin ich jetzt mal mega gespannt. Mir sind da letztens ein paar Waren in die Hände gefallen. Ja, das klingt schon mal nicht schlecht. Das nehmen wir auch schon mal mit. Sind halt auch jede Menge Baustoffe wieder dabei. Fantastisch. Du hast viel mehr für dich selbst und auch für Spanien erreicht, als ich je zu träumen wagte. Es wird in Kürze eine Zeremonie in Cayman geben. Der Vizekönig wird dich persönlich vor allen Bürgern als neuen Administrator der Stadt ausrufen. Und ich bin sicher, auch Elena wird anwesend sein. Aus einem jungen Mann, der als Schiffsbrüchiger in der neuen Welt angekommen ist und sich als Händler hochgearbeitet hat, ist ein dekorierter Kapitän der spanischen Kolonien geworden. So wie es ihm gelungen ist, eine arme Stadt in eine blühende Metropole zu verwandeln, hat er die Herzen der Menschen erobert. Und vor allem das einer bestimmten jungen Frau. Elena hat sich in dem bemerkenswerten Mann geirrt. Und so reift in ihr erstmals der Gedanke, dass es nicht nur die Herkunft ist, die einen Menschen zu etwas Besonderem macht, sondern auch dessen Taten und Edelmut. Leider kommt unsere Zusammenarbeit hier zu einem Ende. Du hast, genau wie zu Anfang versprochen, Spanien ein gutes Stück nach vorne gebracht. Und dafür danke ich dir.
Kümmere dich weiter um deine Stadt und baue dein Handelsunternehmen noch weiter aus, um deine Macht und deinen Ruhm in der neuen Welt weiter zu steigern. Ich werde mich von Zeit zu Zeit mit Tipps und Hinweisen bei dir melden, sofern du nichts dagegen hast. Mhm, interessant. Dann nächste Aufgabe. Die Aufgaben der Kampagne enden hier und die Kampagne wurde in ein freies Spiel umgewandelt. Du kannst du deine Händlerkarriere weiterführen. Als nächstes solltest du deine Produktion in Cayman überwachen und prüfen, ob du die produzierten Waren auch zu guten Preisen verkaufen kannst. Vielleicht musst du deine Handelsrouten erweitern. Außerdem solltest du in Cayman beim Baumeister deine Residenz in Auftrag geben. Okay, das bedeutet, dass wir hier fertig sind, ne? Kampagne ist abgeschlossen. Ja, da würde ich sagen, wir gucken uns noch mal ein klein bisschen um, lassen noch mal alles ein bisschen Revue passieren und dann sind wir durch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir schon so weit fortgeschritten waren. So, dann machen wir mal erstmal weiterspielen. Reden noch mal eine kleine Runde. Und gucken uns hier noch mal so ein bisschen in der Gegend um. Bevor wir dann, wie gesagt, schon am Ende sind. Hätte ich nicht gedacht. Ging dann doch schneller, als ich vermutet habe. Finde ich ein bisschen schade, ne? Ich dachte, die Liebesgeschichte geht noch ein bisschen weiter zwischen Elena und unserem Helden hier. Es war doch jetzt irgendwie ein recht abruptes Ende irgendwie. Alter, haben wir viel Holz. Huiuiuiui. Mal gucken, ob wir unser Holz irgendwo mal loswerden hier, ne? So, können wir mal nach Evangelista hier hochsegeln. Interessant, interessant. So, dann schauen wir direkt mal. Haben wir noch irgendeinen Auftrag? Ich meine, gut, wir werden jetzt nicht gerade zufällig noch ein Kartenstück bekommen, was uns den Schatz zeigen würde und dass wir den Schatz noch heben können. So viel Glück werden wir, denke ich, nicht haben. So, haben wir nochmal ordentlich Geld gerade gemacht. So, das läuft auch gut. Ja, sitzen wir erstmal auf jeder Menge Holz und Baustoffe rum, ne? Ironischerweise. Eben mussten wir so zusammenkramen. Und jetzt kriegen wir alles hinterhergeworfen. So, würde ich sagen, machen wir nochmal einen schönen Abschuss und segeln nochmal nach Port Royal. Um hier quasi einen glorreichen Abschuss nochmal hinzukriegen. Oh, hier war wieder ein Pirat unterwegs. 103 Kampfstärke. Müssen wir jetzt nicht noch drauf anlegen. Bei meinem Glück würde ich dann die Hälfte meiner Flotte noch einbüßen. So, dann lasst uns mal gucken. Hier werden wir auf jeden Fall noch einiges an Holz los. Und auch noch mal einiges an Baustoffen. So, hier können wir auch noch mal was abladen. Kakao können wir noch mal loswerden. So. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich denke auch mal, wir haben einen ganz guten Schnitt gemacht. Wir haben eine relativ starke Flotte jetzt zum Schluss, die man jetzt auf regulärem Wege auch im Zuge des der Kampagne wahrscheinlich gar nicht benötigt hätte. Aber ja, ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja so ein altes, raubeiniges See oder so ein alter Raubein hier, ne? Und Seeschlachten sind ja immer mein Ein und Alles ein bisschen. Daher haben wir das auch hier wieder ein bisschen mit eingebaut. Und ja, ich würde gerne mal wissen, wie hat euch denn diese Kampagne gefallen? Vielleicht auch direkt so ein bisschen im Vergleich zu den Kampagnen von Port Royal 4, wo wir ja auch schon umfangreich schon einiges gespielt haben. Würde mich mal eure Meinung interessieren, was ihr interessanter gefunden habt. Die Kampagnen in Port Royal 4 oder jetzt hier die kleine Story-Kampagne in Port Royal 3. Das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, fleißig wieder Däumchen drücken, gerne Abo da lassen, wenn ihr Bock auf jede Menge weiteren Port Royal Content auf dem Channel habt, dann lohnt sich für euch hier ein Abo auf jeden Fall. Und ja, lasst euch dann mal überraschen, welches Projekt als nächstes hier im Anschluss kommt. Bleibt mir nur zu sagen,
immer eine Handbreit Wasser und Tokil, schön gesund bleiben. Und wir sehen uns im nächsten Projekt hier auf dem Channel. Bis dahin, ciao, ciao.